Test, Test, 1, 2, 1, 2. Kannst du mich hören? Klar und deutlich. Bin ich im Bild? Ja, wir sind bereits auf der Sendung. Echt? Soll ich jetzt anfangen? Ja. Hallo Leute, heute stehen wir vor der GSO. Wir werden sämtliche Schüler befragen, wofür sie ihre Handys benutzen. Wir hoffen, ihr habt viel Spaß dabei. Hallo, hier haben wir den Niklas, nehmen wir. Jetzt fragen wir ihn mal, wofür er sein Handy benutzt. Macht damit viel, also von Telefonieren über SMS schreiben, Internet surfen, was ich aus Fernsehen gucken, eigentlich alles. Kannst du dein Handy mal zeigen? Ja. Kamera? Und hier stehen wir mit Herr Sonnberger. Wofür benutzen Sie Ihr Handy? Mein Handy ist eigentlich ein Smartphone. Das heißt, ich benutze das nicht nur zum Telefonieren, sondern auch um meine Termine zu verwalten, zum Beispiel, oder meine Aufgaben, die ich mir selber gebe, da im Blick zu behalten und mich dran zu erinnern, wenn irgendwas ganz wichtig ist. Und benutzen Sie auch Ihr Handy, um Ihre E-Mail zu checken? Nee, mache ich nicht. Könnte ich, aber ehrlich gesagt, die lese ich lieber am PC. Und können Sie vielleicht Ihr Handy mal zeigen? Also, mein Handy ist ein Handy. Also ganz so spektakulär ist das jetzt nun auch nicht. Ich weiß nicht, können Sie das so... Ja, der Insider sieht sofort, dass das ein Pocket-PC ist. Ist es auch eins mit Touchscreen, so viel ich sehe? Ja, klar. Also ich kann auf dem Bildschirm herumschreiben. Dafür hat man ja den üblichen Stift. Ja. Also eigentlich, muss ich ehrlich zugeben, ich wollte eigentlich ein PDA haben und dann hatte ich ein PDA und ein Handy und das war mir zu umständlich, immer zwei Geräte in der Tasche mit mir rumzutragen, deswegen habe ich jetzt beides in einem. Okay, dankeschön. Und hier haben wir den Giulio neben mir. Er hat auch ein Handy und wofür findest du es? Ja, zum Telefonieren, für Notfälle, Freunde anrufen, etc. halt, ne? Wie jeder normale andere Schüler oder Jugendliche auch. Benutzt du auch, um Kurzmitteilungen zu schreiben? Natürlich, SMS braucht man, ne? Ich meine, wenn du im Zug sitzt und es ist da zu laut, dann ist es natürlich sehr sinnvoll, ne? Wenn man SMS schreibt und ungestört kommunizieren will mit irgendjemand anders. Okay. Und hier haben wir jetzt den Chris. Wofür benutzt du dein Handy? Zum Telefonieren und zum Uhr drauf gucken. Das ist natürlich sehr interessant, weil die anderen vieles andere auch machen. Naja. kannst du uns dein Handy auch zeigen? Welche Marke ist das? Sony Ericsson. Mhm. Haben Sie vielleicht einen Moment Zeit für uns? Für was benutzt du dein Handy? Telefonieren, MSN, Bilder machen für MSN oder Musik oder keine Ahnung, also MP3, was noch? Telefonieren, SMS, aus Langeweile, in der Bahn, als Rechenmaschine. Als Datenübertragungsmittel, als Datenträger, alles eigentlich. Mein Handy brauche ich, ohne Handy bin ich aufgeschmissen. Also es scheint so, als hättest du ein sehr hochwertiges Handy. Stimmt das? Ich habe ein 8 GB N95, das ist 700 Euro wert. Laut unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass sämtliche Schüler für verschiedene Zwecke ihre Handys benutzen. Nun schalten wir zurück ins Studio. Hallo Shorty, was machst du gerade? Woher kommt das Geräusch? Bist du allein? Da? Hier? Was geht da? Was machen Sie? Was machst du? Was machst du? Ach du Scheiße! Lass mich mal kommen! We'll be right back.
Hallo Leute, heute präsentieren wir euch das Projekt Handy. Ich hoffe, euch viel Spaß dabei. Hallo. 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 Wen sollen wir... Wen sehen wir denn heute befragen? Dann gehen wir mal ein bisschen rum. Mal gucken. Ah, da ist der Tobias. Fragen wir ihn mal. Wofür benutzt du dein Handy? Laut unserer Umfrage haben wir festgestellt, dass sämtliche Schüler ihre Handy für verschiedene Sachen. Mann, du musst dich konzentrieren. Mach mal Yoga oder sowas. Du machst das nur für den Making-of. Ich weiß das. Kamera, du bist der Beweis. Er macht es nur für den Making-of.